Wochenlang haben sie mit Sand gebaut, geformt, gespachtelt, mit dem Ziel, so hoch wie noch nie zu kommen. Am Ende erreicht die Burg der 30 weltbesten Sandskulpteure eine Höhe von 21,16 Meter. Es ist ein neuer Weltrekord. Um rund 3,5 Meter übertrifft die Burg im dänischen Küstenort Blokhus den bisherigen Rekordhalter. Eine Sandburg, die vor 2 Jahren in Deutschland gebaut wurde. Gestaltet haben die Künstler ihre Burg mit lokalen Motiven, wie Wind- und Kitesurfen. Aber auch die Corona-Pandemie wurde thematisiert. Wir haben an der Spitze mit Corona angefangen und der Burg eine Krone gegeben, weil Corona ja Krone bedeutet. Es ist doppeldeutig gemeint, denn Corona regiert überall unser Leben. Das Virus sagt dir, was zu tun ist. Es sagt dir, dass du einen Mundschutz tragen sollst, dass du dich von deiner Familie fernhalten und nicht an schöne Orte gehen sollst. Gehe keinen Aktivitäten nach, bleib zu Hause. Für ihre Rekordburg haben die Künstler mehr als 4.860 Tonnen Sand verwendet. Dieser besteht aus rund 10% Lehm, damit die Formen und Skulpturen besser halten. Als letzten Schliff verwendeten sie eine Schicht Klebstoff, damit die Burg den größten Teil der Wintersaison übersteht und den Besuchern lange erhalten bleibt. Es ist mehr als schön. Es sieht aus wie ein Stück Architektur aus Rom oder aus dem Mittelalter. Ich bin, gelinde gesagt, einfach nur beeindruckt. Just to say the least, very impressed. Und auch wenn die Burg im Blokhus nur für einige Monate stehen wird, so hat sie einen langlebigen Platz definitiv sicher. Den im Guinness-Buch der Rekorde.